Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt, wo es nochmal so richtig kalt wird, stelle ich euch einen super leckeren Gemüseeintopf vor. Der ist richtig schnell und einfach zubereitet und man braucht auch nicht allzu viele Zutaten. Ihr könnt einfach das reinhauen, was euch gerne schmeckt. Und hier kommen wir nun auch schon zum Rezept. Als Zutaten verwende ich zwei kleine Zwiebeln, zwei große Kartoffeln, eine Knoblauchzehe, eine große Möhre, Brokkoli in kleine Stücke geschnitten und bereits gewaschen, braune Linsen. Zum Anbinden nehme ich gerne Butter und etwas Mehl, sowie zum Würzen Gemüsebrühe, getrocknete Minze, Pfeffer, Paprikapulver und Kurkuma. Als erstes erhitze ich mir etwas Olivenöl in einem Kochtopf, gebe da die Zwiebel mit hinein, die habe ich bereits in feine Würfel geschnitten und lasse das Ganze dann glasig andünsten. Danach kommen dann auch schon die Möhre und die klein gehackte Knoblauchzehe mit hinein. Im Anschluss darauf gebe ich die Gewürze mit rein. Die lasse ich dann auch noch mal eine Minute mit anbraten, damit sich das Aroma besser entfalten kann. Und dann gebe ich auch schon die gewaschenen Linsen dazu. Das Ganze gieße ich dann mit 1,5 bis 2 Liter Wasser auf. Da müsst ihr einfach mal schauen, wie viel Gemüse ihr zur Verfügung habt. Bei mir war es jetzt etwas mehr, deswegen waren es bei mir jetzt ungefähr 1,8 Liter Wasser. Danach kommt der Deckel auf den Topf und ich lasse das Ganze erstmal etwas vor sich hin köcheln, so circa 5 bis 10 Minuten, bis die Linsen fast gar sind. Und dann kommen meine kleinen gewürfelten Kartoffeln mit hinein. Denn Kartoffeln brauchen bekanntlich ja nicht so lange wie die Linsen, deswegen mache ich das immer nacheinander, damit das Ganze nicht allzu weich wird. Sobald die Kartoffeln drin sind, lasse ich auch die noch mal etwas einkochen. Und sobald ihr merkt, dass diese auch gar sind, kommt dann zu guter Letzt der Brokkoli mit hinein. Denn der braucht ja die kürzeste Zeit und wir mögen es überhaupt nicht, wenn der so matschig ist. Den lasse ich wirklich nur ein paar Minuten drinne, vielleicht sogar nur 2 Minuten, damit er noch richtig schön bissfest bleibt. Die Zwischenzeit nutze ich und stelle da die Mehlschwitze vor. Dazu erhitze ich mir die Butter in einer kleinen Pfanne, gebe das Mehl mit hinein und rühre alles richtig gut und klümpchenfrei um. Sobald sich alles miteinander verbunden hat, gebe ich diese Mehlmasse dann in meine Suppe. Diese muss in diesem Moment köcheln, damit sich alles gut miteinander verbindet. Und dann müsst ihr einfach nur darauf achten, dass sich keine Klümpchen in der Suppe bilden, also wirklich gut umrühren. Die Suppe darf dann noch eine Minute aufkochen und dann ist sie eigentlich auch schon fertig und servierbereit. Es ist wirklich eine super leckere und gesunde Wintersuppe, gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit genau das Richtige. Also probiert sie unbedingt mal aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!